Ja, gut. Dann herzlich willkommen zur heutigen Fragestunde, zur Vorrecheneinheit, zur zweiten Vorrecheneinheit und zum Übungsblatt für analoge Modulation. Ich würde mal gerne anfangen mit den Fragen, die mir mal per E-Mail einmal zugeschickt worden sind. Der Ganze wird eben jetzt aufgezeichnet von hinten, also Sie sind eh nur von hinten zu sehen. Einfach, dass dann diejenigen, die heute nicht dabei sein können, einfach da auch ein bisschen an Informationen gewinnen können. Gehen wir gleich zu der E-Mail vom Herrn Kollegen weiter. War mal eine allgemeine Frage, ob es weitere Termine von den Vorrecheneinheiten für die Übungen 3 und 4 gibt. Und im Weiteren sind nur die Fragestunden explizit gekennzeichnet. Ja, soweit ich weiß, haben meine Kollegen eigentlich zu ihren Einheiten immer nur eine Übungseinheit, eine Vorrecheneinheit geplant. Und dann gleich die Woche darauf erfolgt dann eben die Fragestunde zu dem Übungsblatt, also gleich wie wir es jetzt da gehabt haben. Zu meiner Vorrecheneinheit war noch die Frage, warum wurde bei der Vorrecheneinheit 2 bei der ersten Aufgabe der erste und zweite Term zusammengerechnet? Bei den Kreisfrequenzen wurden die vier Teiltherme zeilenweise aufgelistet, bei den weiteren Spalten dann jeweils nur drei Terme. Ja, das war richtig, weil ich habe nämlich natürlich die, wie Sie sich erinnern können, im Spektrum waren ja vier Frequenzen angegeben, eben F0, F0 minus Omega 1 plus und jeweils 2 Omega 1, aber F0 war ja unbekannt, deswegen habe ich eben nur am Anfang die Kreisfrequenz Omega 0 gezeichnet, aber dann natürlich nicht gerechnet, weil ja das eigentlich die Frage war, was wir ausrechnen wollten. Weil es war ja im Spektrum war ja ein Fragezeichen bei F0. Ich habe ja die Werte noch nicht gekannt zum Vergleich, deswegen habe ich das nur bei den nächsten Berechnungen ausgelassen. Gut, kommen wir nun zum Beispiel 1 der Amplitudenmodulation. Die Angabe, die Sie ja im Übungsblatt erhalten haben, sehen Sie eben da im Hintergrund. Da habe ich bereits einige Fragen erhalten, zum Beispiel zur Frage A: Wie groß ist die mittlere Leistung von U von T an 75 Ohm? Da war eben die Frage bei der Lösungsweise mittels Separierung von den Kosinustermen, Term und Summanden, erhält man auch negative Summanden, also praktisch Subtrahenden. Wenn man die dann durch die Tabellenmethode der Teiltherme verwendet, würde der Kollege zum Beispiel bei den Scheitelspannungen eben diese negativen Thermekoeffizienten hinschreiben. Ist das aus meiner Sicht okay oder zum Beispiel das Minuszeichen quasi mit zur Kennzeichnung der Therme oder sollten diese Therme immer positiv gekennzeichnet werden und würden sonst als Fehler werten? Also es muss hauptsächlich erkenntlich sein, woher haben Sie die Therme? Ob Sie es jetzt dann darstellen in einer Tabelle mit Negativ- oder Plus-Kennzeichen, das werde ich sicher nicht als Fehler bewerten. Es sollte einfach nur ersichtlich sein, wie kommen Sie überhaupt auf die Therme. Also ich möchte gerne wissen, wie Sie auf den Rechenschritt. Genau, könnten Sie auch machen, ja. Genau. Na, in der Berechnung kommen natürlich die Minus vor, aber natürlich, wenn Sie es nur getrennt ansehen, ist natürlich die Scheitelspannung. Nein, also das würde ich sicher nicht als Fehler bewerten. Es muss einfach nur erkenntlich sein, wie kommen Sie überhaupt auf diese Terme. Dann ist die Frage, es ist die mittlere Leistung gefragt. Ist das das gleiche wie die Wirkleistung, also praktisch die Leistung, welche in der Vorrecheneinheit jeweils ermittelt wurde, oder ist hier etwas anderes verlangt? Es ist das gleiche. Es ist einfach die mittlere Leistung ist in diesem Fall genau die gleiche, die Wirkleistung. Beim dritten Punkt habe ich ein bisschen schmunzeln müssen, weil sie die Ermittlung als sehr einfach für sie erschien. Ja, es ist wirklich nur, genau, es ist einfach nur die Division von den Leistungstherme gefragt, wie sie natürlich vorher auf diese jeweiligen Leistungstherme kommen, müssen sie natürlich einfach hinschreiben. Aber es ist eigentlich nur, wie Sie da schreiben, bei der Ermittlung würde einfach die Leistungstherme dividieren und so weiter und dann die resultierende Prozentzahl hinschreiben. Sie brauchen nichts Großartiges dazu formulieren, einfach nur Prozentsatz ist der mit der Rechnung fertig. Ja?
Es gibt einen Boden für die Amplitudenmodulation, eine Formel für die mittlere Leistung, für den Widerstand für 1 Ohm, also 1 Ohm. Mhm. Und da wird die Leistung vom Seitenband, also 4 mal 2, wird mit Pt mal m Quadrat 2 die Formel dafür. Und jetzt eine andere Formel gefunden für die Leistung vom Seitenband, das wäre der Scheitelwert von Linearfrequenz zum Quadrat, mhm. 8 R. Ich weiß nicht, stimmt die Formel oder? Durch 8 R. Ja. Genau. Und M dann hier vom Scheitelwert der Linearfrequenz. Jetzt muss ich ganz kurz die Vorlesung bitte dann mit meinen Kollegen schauen. Ja, genau, das war ein Bauchfolie. Ja, genau, wenn Sie jetzt einfach um 0 zum Quadrat, dann würde unten noch 2r überbleiben. Und das r ist so quasi als 1 um dargestellt und deswegen ist nur um 0 zum Quadrat. Okay, also die müssen in der Formel eigentlich nur anpassen, dass Sie beim bd unten nur das r. Genau, genau. Also die Funktion. Genau. Okay. Ja, dann ist das, was Sie da gefunden haben, wahrscheinlich nur statt dem m. Genau, und was Sie natürlich jetzt in diesem Fall. Deine. Bitte, danke. In diesem Fall müssen Sie auch etwas weiter springen, weil Sie natürlich. Auf die Seite 31, wo die mittlere Leistung der Summe von den M-Werten ist. Genau, ja, dann hätte ich halt zwei verschiedene M's. Genau. Aber das ist prinzipiell die Form für die Aufgabe. Genau. Gibt es zum Beispiel eins noch Fragen? Ja. Eine kurze Frage zur Dreiklasse-Wahl. Dann müssen wir die ganzen, also wenn ich mir jetzt beispielsweise einmal Cosinus stehen habe, die hat das in der Aufgabe, also Cosinus und Cosinus und Cosinus, und das dann als Summe von Cosinus darstellen. Ich habe jetzt die Formel gegoogelt, aber müssen wir das dann bei der Formel wissen, oder das? Also wenn ich einzelnen wird, also mein Kollege verneint hinten, also sollte so eine Formel wirklich gefragt werden oder zum Einsetzen, würden wir die ja vorgeben. Ja.
Und ich muss jetzt quasi jedes Setup machen, wo ich die Antenne aufrufe, bis der Fahrer sich auf Seite 31 steht und so eine Zone zu, oder? Nein, muss ich brauchen. Seit 35 brauche ich mehrere Seiten. Ja. Genau. Das ist PT. Okay. Sonst noch Fragen zum Beispiel 1? Dann wechseln wir zum zweiten Beispiel. Dann wird auch wieder vorher mit den Fragen von Kollegen starten. Da war die Frage zum Punkt B, ist die Verwendung eines Skripts, zum Beispiel MATLAB, für Diagrammzeichnungen okay? Ja, für die Abgabe ist natürlich okay. Sie können das auch händisch rechnen, weil bei der Prüfung haben Sie es halt dann auch nur händisch zur Verfügung, aber natürlich für die Übung können Sie gerne auch MATLAB-Zeichnungen, Diagramme verwenden. Dann war die Frage zu C, ist die Bandbreite nur im Bereich der Frequenzen um die Trägerfrequenz herum definiert oder inklusive der Signalfrequenz selbst, im Spektrum ja viel, viel weiter unten oder sogar bis Frequenz 0 runter. Sie haben mit MATLAB nämlich noch gerechnet. Ja, natürlich schaut man sich das Nutzsignal an, also S von T, also der Träger unter und oberhalb, aber natürlich werden Sie wahrscheinlich nur dann direkt beim Träger oben minus die 220 Kilohertz was sehen, oder? Ja, genau. Das ist auch irgendwie logisch, weil das eigentlich die Gesamtleistung genau. Halt, darf eigentlich keine Frequenz bieten. Das ist aber in irgendeiner Vorlesung, das ist, glaube ich, mal so gezeichnet worden. Das war wahrscheinlich nur symbolisch gemeint, okay. Und die Frequenz Linz, das war, glaube ich, ein Kollege, das ist den Namen nicht. Okay. Und er hat dann ganz unten hat er dann auch noch eine Frequenz gezeichnet. Das war aber wahrscheinlich nur. Das wahrscheinlich nur zu darstellen, dass dort dann ist. Ja. Aber in den MATLAB, also wenn in MATLAB ist, war kein Frequenzbinden vorhanden. Und dann müsste eigentlich Bandbreite so definiert, also überall, wo überhaupt nur Frequenzen sind, sozusagen. Es ist so eine Sicherheitsfrage irgendwie. Ne? Man kann ja die Bandbreite auch irgendwie eine Definition auf Wikipedia oder so, aber. Nein, natürlich, aber es ist eher die Bandbreite jetzt vom Nutzsignal halt gefragt gewesen bei denen. Also. Gut, dann war noch die Frage zu D. Sie erhalten eigentlich mehrere Wellenlängen der im Gesamtsignal enthaltenen Teilsignale. Sie sind zwar fast gleich, aber nicht ganz. Sollen alle Wellenlängen angegeben werden oder nur einige gerundet oder nur die der Trägerfrequenz? Es interessiert mich eigentlich nur die Frequenz und die Wellenlänge des Trägers. Der wird ja eigentlich abgestreut und das interessiert mich. Also nur diese berücksichtigt. Und dann haben Sie ja noch die Berechnungen im MATLAB verglichen, jetzt bei Punkt E, bei der Gesamtleistung. Sie erhalten jeweils die gleichen Zahlenwerte, wenn Sie die analytische Rechnung, die Leistungen aller Teilsignale skalar zusammenaddieren und ob sich die unterschiedlichen Phasenwinkel da nicht widerspiegeln sollen. Da ich ja die mittlere Leistung über eine ganze Periode anschaue und dann das RMS bilde, hat eigentlich die Phase dann aufs RMS, auf die mittlere Leistung keinen Einfluss.
sie dann sich immer, wenn sie natürlich die Einzelnen anschauen, ja, aber sie werden sich dann im Mittel, heben sie sich ja immer raus. Also hat dort eigentlich keinen Einfluss. Weil das ein konstanter Term über die Periode ist, wenn ich mir eine Periode ganz anschaue. Okay. Ja, es sind ja eigentlich drei Frequenzen. Oder mehrere, sondern mehrere Frequenzen. Also das Signal besteht eigentlich aus mehreren Frequenzen. Also wenn man FFT macht, hat man mehrere Frequenzen. Und die sind im Prinzip, ja, sind ja manchmal Schwebungen, manchmal irgendwie Kanzel im Schlauch oder so, oder teilweise oder so. Und irgendwie dann die mittlere Leistung. Ich habe das ein bisschen verwundert. Ich rechne einfach die Teilleistung aus von dem Teilsignal und addiere die zusammen und das ist das gleiche wie im Maglaufausgang, wo ja das Gesamtsignal, wo ich eigentlich das Gesamtsignal modelliert habe. Das hat mich irgendwie verwundert, aber es wird wahrscheinlich stimmen. Ja, was würde Ihre Meinung, also ich, naja, was, wenn man jetzt mal irgendeinen bestimmten Zeitpunkt nimmt, hat jedes Signal irgendeine Amplitude. Genau. Oder Elongation eigentlich, also irgendein Zustand. Und die Zustände sind halt über eine bestimmte Zeit verändern sich. Mal sind, wie nennt man das, so Schwebungen bzw. als Interferenz oder Überlagerung. Und wahrscheinlich stellt sich dann in Summe irgendein statistischer Mittelwert ein. Genau. Aber dass dieser statistische Mittelwert dann genau das ist, wie wenn man die Teilleistungen der einzelnen Signale zusammen addiert, das hat mich halt gut gemacht. Aber vielleicht habe ich da irgendwie grundsätzlich. Das ist eine gute Frage. Die Leistung ist ja schon irgendwie aus dem Effektivwert eigentlich die Leistung. Vielleicht ist das die Antwort. Aber genau kann ich das jetzt nicht begründen, sonst hätte ich die Frage wahrscheinlich. Ich werde mir das noch mehr anschauen. Vielleicht komme ich noch auf eine logischere Erklärung zu dem Thema. Nein, nein, es ist so und so, denn das ist natürlich in Dauer. Ich komme noch mal drauf zurück. Offline, denkst du? Ich kann Ihnen noch mal einen Satz aufschicken, ob ich da eventuell Fehler mit RMS und so Funktionen bearbeite. Ja, können wir uns gerne anschauen, ja. Das ist auch, sag ich mal, ein bisschen längere Zeit definieren. Also jetzt nicht, wie gesagt, eine Periode, also eine Periode ist von einem, von den Nutzsignalen, die Leistung konvertiert dann, weil je länger man die Zeit nimmt, desto mehr konvertiert genau. Es dann zu einem bestimmten Leistungsgrad. Genau. Macht irgendwie auch Sinn. Und wahrscheinlich ist da kein Fehler, das ist so, ist wahrscheinlich so, aber ich verstehe es nicht. Mathematisch. Aber ich schicke Ihnen das. Ja, schicken Sie mal es und dann schauen wir nochmal drüber vielleicht. Eine logischere Erklärung dazu. Gut, Beispiel 2 Fragen. Vielleicht zu Bremer. Bei der Teilschlussgruppe kann es auch sein, dass so skizzieren Sie Aufgaben kommen oder ja, also skizzieren ist eigentlich schon gefragt. Das ist natürlich so, wie beim Zeigerdiagramm, ganz genau auf Graz braucht man nicht, aber ungefähr,
wenn Sie jetzt einen Sinus zeichnen, dass der ungefähr Sinus sein sollte, passend zum Signal, das würden wir uns eigentlich schon erwarten. Sie können halt dann dazu schreiben, die Scheitelwerte etc., damit wir uns halt auskennen, aber eine Skizze kann schon sein, dass verlangt wird bei der Prüfung. Sonst noch Fragen zu Beispiel 2? Ganz logisch. Dann gehen wir zu 3. Gut, Sie haben für uns also als erstes versuchen, das Zeitintegral wegzuintegrieren. Das Signal S von T ist mathematisch im Zeitbereich schwierig darzustellen. Also für dieses Beispiel ist eigentlich nicht nötig, dass Sie wirklich mathematisch den Term auflösen. Seid ihr in der Zwischenzeit auch der Kommilitone aus meiner Gruppe das gelöst? Okay. Oder wir glauben jedenfalls, dass das Problem, dass wir die Frage beantwortet haben. Okay. Genau, also mathematisch ist es ein bisschen tricky herzulösen, deswegen was. Genau, das wäre. Also wie gesagt, da würden wir gerne zu diesem Beispiel sehen, wie die Phase mitlaufen würde, einfach nur skizzieren, parallel dazu oder in diesen Graphen dazu eintragen und eben welche Formel das man halt da verwendet. Und dann bei B ist natürlich, okay, ich möchte den Unterschied von den zwei Phasenspitzen sehen, was da rauskommt. Und eben mit der Formel, die was eh in der Vorlesung auch behandelt wurde, eben das arme Omega 0 und dann die Differenz von dem Maximal- und Minima-Integrale und dann sollten Sie eigentlich darauf kommen. Bitte. Wir haben 7 Punkte insgesamt, also können Sie eigentlich rechnen, dass ungefähr gleich viel von sind. Gleich. Genau. Noch Fragen zum Beispiel 3? Alles klar? Gut. Beispiel 4 entspricht eigentlich dem Aufbau, dem dritten Beispiel aus meiner Vorrecheneinheit. Gibt es hierzu noch Fragen? Gibt es irgendeine gute Software, wie man das noch kontrollieren kann? Weil mit meiner Rechnung komme ich in einem großen ersten Quadranten rein, ein bisschen unter 90 Grad. Allerdings der Ideale sollte im zweiten Quadranten sein, also unter 10 Grad. Würde ich gerne noch rechnen, wie das funktioniert. Also ich habe jetzt eigentlich für diese Beispiele keine Software verwendet, mein Kollege eigentlich auch. Wir haben eigentlich keine spezielle Software für Vektorzeichnungen leider. Also sie haben schon gezeichnet, es passt aber ihre Berechnung nicht mit der Zeichnung überein, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Es ist schon die Amplitude schaut recht gut aus. Problem ist nur, dass da mir fällt ca. 20 Grad. Also mit den Seitenbändern komme ich ca. 85 Grad von den Phasen her. Ja. Wenn ich es berechnet hätte, für die gesamte hätte ich ca. 10 Grad. Okay. Ich bin mir sicher, wo ich, die restlichen Dinge, die restlichen Seitenbänder sind, was recht viel wäre, weil schon ein Unterschied zu sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich verrechnet habe oder ob das Apologie ist. Das würde ich gerne in die Computerwissenschaft nachrechnen.
Na, also Zeichendiagramme, also so Vektorzeichendiagramme haben wir jetzt eigentlich jetzt nicht, wisst ihr jetzt nicht, oder kann ich Ihnen jedenfalls keine weiterempfehlen, leider. Aber wenn Sie Fragen dann zu der Rechnung haben, können Sie ja noch kurz vorbeikommen. Also was haben Sie rausgekriegt mit 95? Was haben Sie rausgekriegt? 95 und 110? Oder wie? Also bei B ist ja gefragt, wenn A ist die Kontrolle mit dem Rechnen, wenn man alles für alle Seiten nehmen könnte. Okay. Gibt es sonst noch Fragen, zum Beispiel 4? Genau, mit mehreren Sinus, genau. Ja, zu schnell gefragt. Schon in unserem Verfahren, wie aber jetzt soll eine andere Grundmodulation verwenden, um die Idee besser zu erreichen. Es gibt natürlich die Riemann-Funktionen, aber wie gesagt, es sind zwar die ein bisschen verheiratet, aber werden jetzt im Kreuz nicht verwendet. Das kommen bei unseren Vorrechneinheiten. Ja, das ist schon klar. Weil es jetzt allgemein ja. Ob das jetzt nur irgendwie das ist wahrscheinlich so das traditionelle Verfahren wahrscheinlich, ne? wie man Phasenmodulierung oder Phasenmodulierung Signale abbildet, wie das sozusagen früher gemacht wurde. Jetzt auf die Schnelle. Auf der Schnelle fallen mir jetzt nichts ein. Hast du noch welche? Na so. Ja, also Sie dürfen handgeschriebene Zettel einscannen, Sie dürfen. Hauptsache es ist der Rechenweg, die Herleitung da und es ist, sind die Skizzen entweder handgezeichnet oder per MATLAB. Dürfen das schon verwenden, ja. Gut.
sonst noch Fragen? Sonst, wie gesagt, das Forum am Teach Center ist eh noch da, falls ihr wirklich irgendwo Totalanhänger habt, bitte melden. Und sonst wünsche ich euch viel Glück bei der Hausübung. Danke.